Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt einen BMW und das ist ein Handschalter und ihr habt manchmal das Gefühl, dass ihr so anfahrt. Oder so. Dann habe ich euch ein bisschen mehr zu erzählen und zwar ist es ein Bauteil und ich kläre euch mal ein bisschen auf, wieso, warum, weshalb das alles so ist und wie man das größtenteils beheben kann. Also, wenn euch das interessiert, bleibt dran. Jo Leute, ich sitze gerade und schneide das Video und ich hau mich hier echt weg. Und ich wollte das einfach mal direkt mit in die Story einbauen, also. Ja, viel Spaß damit. So, jetzt zeige ich euch einmal den Übeltäter, der dafür verantwortlich ist, dass ihr das Gefühl habt, noch nicht richtig Auto fahren zu können. Und zwar, das ist er. Das ist das Drosselventil. Im Englischen bekannt auch mit der Abkürzung CDV. CDV steht für Clutch-Delete-Ventil. Und ich erzähle euch im Folgenden einmal, wo es ist, was das soll, ob es wirklich gut ist oder nicht gut ist, was es bewirkt, wenn es weg ist, wo es sitzt und was es für Möglichkeiten gibt und wie das ungefähr funktioniert, wenn ihr das Ding raushaben wollt. Ich fange mit den letzten an, weil es am interessantesten ist. Und zwar, ich fange einfach mittendrin an. Weil ich das einfach so mache. Also, wo sind die Dinger verbaut? Eigentlich würde ich sagen, flächendeckend in jedem BMW als Handschalter. Auch, das geht sogar auch für alle Minis. Also wenn du einen John Cooper Works hast, einen BMW Mini, Mini One, Mini Cooper oder sonstige Geschichten, egal ob Diesel oder Benziner, flächendeckend, sind die Dinger bei BMW verbaut. Was soll das Ganze und warum macht das BMW und was macht das Ding hier eigentlich? Ein Drosselventil ist jedenfalls klar, also es ist eine Drossel. Was funktioniert oder was passiert, ich zeige es auch nochmal im Detail, ist der Durchfluss von, weiß ich, was das hier sind, von groß wird auf klein reduziert. Wie müsst ihr euch das vorstellen? Ihr macht einen Gangwechsel und ihr lasst die Kupplung ruckartig los. Was passiert? Die Kupplung würde normalerweise mit voller Kraft draufballern und ihr kriegt einen Ruck ins Fahrzeug oder sowas. Aber das macht ja auch nicht jeder und auch nicht immer. Und dieses Ventil ist bei BMW mit drin. Um eigentlich die Kupplung zu schonen, auch die Antriebswellen, dass die sich nicht verziehen, wenn du mit zu viel Leistung oder mit zu hoher Drehzahl die Kupplung komplett knallen lässt, dann hilft dieses Ventil dabei, dass du einfach die Kupplung schonender an das Getriebe halt anflanscht oder wie auch immer man das nennt. Und dadurch ist das so, dass die Kupplung einen deutlich höheren Schleifmoment hat, bis sie wirklich greift, weil der Druck einfach vermindert wird. Und durch den verminderten Druck brauchst du länger, bis der Druck da ist, der, wenn es nicht drin ist, sofort da wäre. Man kann natürlich sagen, es ist ein Betriebsteil, was die Kupplung schont, aber eigentlich ist es ein Betriebsteil, was die Kupplung mehr belastet, weil dadurch immer wieder der Fall eintritt, dass die Kupplung einfach mehr schleift, als sie eigentlich schleifen müsste. Ich bin der Meinung, jeder, der einen Schaltwagen fährt, es sei denn, man ist irgendwie ein Opa, aber es kann selbst ein Opa noch, dass man irgendwie das Gefühl in der Kupplung hat, wie man genau schalten muss, wie das Spiel mit den Pedalen ist. Und irgendwie entmündigt dieses Ding hier ein bisschen, weil es dir die Arbeit abnimmt oder dich nicht so arbeiten lässt, wie du arbeiten kannst. Und deswegen hast du das Gefühl, dass du immer dieses komische Ruckeln beim Fahren oder beim Schalten hast und das einfach sich nicht so flüssig anfühlt, weil die Kupplung nicht so bedient werden kann, wie du sie bedienen willst, weil das Ding dabei da dazwischen ist. Das Ding sitzt, wo ist es verbaut? Flächendeckend an allen Autos. Ich beziehe mich in diesem Video auf meinen BMW 330i E90 aus 2006 mit einem Handschaltgetriebe. Und das Bauteil sitzt bei meinem BMW. Ich habe auch Videos, das werde ich auch zeigen, Fotos, Videos vorher, nachher und wo es sitzt. Und zwar, wenn du das Auto aufbockst und von unten ranguckst, dann hast du auf der Seite der Fahrerseite, bin ich mir ziemlich sicher, auf der Fahrerseite hast du dann das Getriebe, was du siehst. Und dann sind da Hydraulik. Schläuche, die sind aber jetzt, Hydraulik-Drahtschläuche. Und da drin steckt dieses Ventil. Und im Internet gibt es Möglichkeiten, dieses Ventil aufgebohrt zu kaufen. Und dann haben sich Leute die Idee gemacht, haben sich Dinge gekauft, haben Dinge aufgebohrt, haben dann dafür irgendwie 40 Euro verlangt und verdienen dann sich eine nice Marke nebenbei in die Tasche. Kann man machen, würde ich aber nicht empfehlen, weil man braucht einfach kein neues zu kaufen. Hups, so, kann man machen, würde ich euch aber nicht empfehlen, weil im Endeffekt ist es so, ihr könnt das Teil, wie ich es gemacht habe, einfach weglassen. Das Ding ist geklippt mit einer Feder hier hinten, ich zeige das alles nochmal im Detail. Einfach zusammendrücken, Feder abziehen und dann einfach die beiden Schläuche wieder zusammenpacken. Im Endeffekt
war es das an der ganzen Sache schon. Aber es gibt einen kleinen Haken zu bedenken, und zwar das Ding hängt natürlich zusammen mit der, wie soll ich sagen, mit dem Hydraulikkreislauf und der Hydraulikkreislauf auch mit dem Bremskreislauf. Also wann macht es Sinn, das Ding rauszunehmen? Entweder wollt einen Bremsflüssigkeitswechsel machen, dann macht es auf jeden Fall und haut das Ding mit raus. Ich habe das auch in der Werkstatt machen lassen, ich hatte Bremsflüssigkeit wechseln lassen. Nee, weiß ich gar nicht. Ich habe einfach gesagt, ich will das Ventil raus haben, dann haben sie sich das angeguckt, haben gesagt, ja, muss mit Bremsflüssigkeit gemacht werden, meinte ich, jo, mach mal. So. Bremsflüssigkeitwechsel kostet in der Werkstatt, in der ich unterwegs bin, 35 Euro. Das haben die mir inklu rausgebaut, also habe ich 35 Euro für den Ausbau an sich bezahlt, und danach ist das Pedalgefühl und das Schaltverhalten und die Macht über die Kupplung, die hast du einfach wieder. Und ich kann es eigentlich jedem empfehlen. Ah, darüber hinaus kann ich noch sagen, es gibt ja Leute, die dieses bekannte Kupplungsrupfen haben. Besonders bei nassen Tagen oder bei kalten und nassen Tagen. Ich hatte das damals ziemlich stark in meinem Einser. Da habe ich das Ding aber nicht rausgenommen. Irgendwann hat sich das, ich habe mich einfach daran gewöhnt, da habe ich da noch nicht so intensiv mit beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn man das Kupplungsrupfen hat, ist das auch einer der Mitgründe, wie man das etwas beheben kann oder dem entgegenwirken kann im Gesamten. Und ja, was gibt es noch zu erzählen? Genau, wie funktioniert das Ganze? Also, empfehlenswert ist es zu machen, wenn ihr das CDV, also das Drosselventil, ausbaut, wenn ihr eure Bremsflüssigkeit wechseln müsst, weil da muss einfach ganz normal die Flüssigkeit nur aufgebaut werden. Ihr habt dann auch ein Ventil. Ich kann euch jetzt nicht erzählen, wie das werkstattmäßig 1 zu 1 zu machen ist. Ich kann euch aber eine Anleitung anheften. Und ich kann ein Video verlinken, und das mache ich auch in die Beschreibung, wo jemand zeigt, wie man den Bremskreislauf entlüftet oder die Bremsflüssigkeit wechselt. Und wenn man das macht, ist es ein Abwasch und dann ist alles mit drin, weil das einfach mit zusammenhängt. Des Weiteren, ja, was kann ich noch erzählen? Wichtig dabei ist, bei der Entlüftung ist es so, dass wenn das Ventil auf ist und man nur Druck auf das Gerät gibt, das war bei mir jedenfalls so der Fall, nur ein bisschen schmierig. Ist bei mir jedenfalls der Fall gewesen, dass man auch aktiv, also das mit zwei Mann auch machen kann oder sollte, dass man die Kupplung betätigt und pumpt. Und dann sorgt man dafür, dass die Flüssigkeit auch wieder in den, ja, wie soll ich denn sagen, in die Hydraulikleitungen der Kupplung und ins ganze System wieder weiterfließen, weil bei mir hat es am Anfang nur mit dem Gerät, was Druck hatte und die ganzen Bremsflüssigkeiten und sowas alles offen war, hat dann nicht ganz funktioniert. Wir mussten halt mit der Kupplung pumpen. Und ja, aber es ist eigentlich kein großes Drama oder irgendeine große Aufgabe. Es ist einfach wie ein ganz stinknormaler Bremsflüssigkeitswechsel, und dass ihr on top noch ein kleines Bauteil ausbaut. Und das war es eigentlich auch schon. Also man kann sich die Frage natürlich stellen, wenn man das rausgenommen hat, ist das jetzt schädlich für die Kupplung? Und die Frage ist natürlich berechtigt, weil man entfernt ja irgendwie irgendwas und man denkt mal, vorher war es ja darum, die Kupplung oder den Antriebsstrang zu schonen. Aber es gibt dir einfach, wenn du das weglässt, kriegst du einfach das Gefühl und die Macht und das Feingefühl für die Kupplung bekommst du dann natürlich wieder. Und ich gehe mal davon aus, dass jeder von euch auch anständig Auto fahren kann und sich ja auch immer gewundert hat, warum das mit dem BMW nicht so geklappt hat. Alle anderen Autohersteller oder ich sag mal alle so in Häkchen, alle anderen Autohersteller verwenden dieses Teil nicht und sie laufen auch. Und ich denke auch, wenn ihr schon mal irgendwie einen Golf oder einen Mercedes-Schalter oder irgendein anderes Auto gefahren seid, als Handschalter hat das mit der Kupplung ja funktioniert. Und ich glaube nicht, dass ihr euch großartig Gedanken gemacht habt, dass die Kupplung nach 100 Kilometern am Arsch ist, weil ihr irgendein Bauteil entfernt hat. Weil die haben das Bauteil gar nicht. Also, das funktioniert ja irgendwie dann auch. Und in dem Sinne, ich habe das bei mir vor 2 Jahren ausgebaut. Seitdem bin ich unterwegs. Es kuppelt sich besser, es fährt sich besser. Und ich habe mehr Gefühl im Kupplungspedal. Und ich habe auch schon einige schnelle Starts hingelegt und der Wagen hält und hält, und ich würde nicht irgendwie davon ausgehen, dass man da sofort alles zerschmettert und alles zerstört und irgendwie Kupplung kaputt macht, Antriebsstand kaputt macht. Also wenn man mit normalem Menschenverstand unterwegs ist, man kriegt alles kaputt, wenn man will, wenn man damit auch richtig oder falsch umgeht. Also ein Motor, der kalt ist, prügeln immer einen roten Bereich. Ja, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du es kaputt machst. Und das ist eigentlich scheißegal, ob du dieses Ventil drin hast oder nicht und du die ganze Zeit immer nur Kickstarts machst oder hier 5000, 6000 Drehungen Kupplung knallen lassen, und das machst du einen Monat lang, dann ist auch mit dem Ventil deine Kupplung kaputt. Also würde ich mal einfach sagen, wenn du was kaputt machen willst, kriegst du es kaputt. Und wenn du viel
Action machst, dann ist auch Verschleiß natürlich höher. Das ist aber von dem Bauteil jetzt nicht wirklich abhängig. Also es ist eher Menschenverstand oder von der Art und Weise, wie man es benutzt, abhängig. Genau, das war es soweit von meiner Seite. Ich bin hochinteressiert. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal was von dem CDV gehört? Ich habe am Anfang auch irgendwie ein bisschen Schiss gehabt, das auszubauen, weil es hieß immer Kupplung entlüften und ich konnte mit dem Kupplung entlüften irgendwie nichts anfangen und es war für mich so ein großes Szenario, so, wow, wie geht das? Brauche ich irgendwelche Geräte und das ist voll aufwendig und sowas und bin dann irgendwann in die Werkstatt gegangen, habe gesagt, ey, ich habe ein Bauteil, das ist da, das soll raus und man muss irgendwie die Kupplung entlüften und die in der Werkstatt meinen so, ja, hängt ja eh mit dem Bremskreislauf zusammen, so willst du Bremsflüssigkeit wechseln? Ich so, ja, mach mir neu. Dann hat er gesagt, okay, mache ich dir. Dann ist er da untergegangen, hat einmal diesen hier, den Clip, den zeige ich nochmal, hat den geöffnet. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch ein Clip, hat das rausgenommen. Dann lief ein bisschen Bremsflüssigkeit raus, so, dann hat er einfach das wieder danach zusammengesteckt. Und dann hat er den Bremskreislauf, also die Bremsflüssigkeit im ganzen Auto gewechselt und auch die Kupplung entlüftet. Und da war nur der einzige Hinweis, dass man das Kupplungspedal betätigen musste und man musste pumpen. Der Druck alleine von dem Bremszylindergeber, ich glaube, oder so heißt das, wo man die Flüssigkeit einfüllt und wo das mit dem Druckgerät drauf geht, hat nicht gereicht. Man musste halt pumpen, dann lief alles ab und dann war alles picobello. Da ist auch ein extra Ventil dazu dabei Ist es da? Weiß ich nicht, muss ich lügen. Und dann merkst du es einfach im Kupplungspedal, erst ist da Matsch und geht gar nichts und dann irgendwann kommt Druck und dann weißt du Bescheid und dann machst du die Schraube zu, bzw. die in der Werkstatt. So, dann hat sich das Thema erledigt. Bremsflüssigkeitwechsel hat bei mir 35 € gekostet, also ich habe 35 € für den Ausbau bezahlt und habe neue Bremsflüssigkeit gehabt. Ja, kann man in jeder normalen freien Werkstatt machen lassen. Ich weiß nicht, ob BMW das auch macht. Egal, in jeder Werkstatt, die schrauben kann. Das war es soweit von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Erzählt mir, ob ihr Probleme mit dem Anfahren habt, ob ihr einen Kupplungsrupfen habt. Das kenne ich auch aus kalten, nassen Wintertagen besonders. Kanntet ihr dieses CDV, dieses Drosselventil und habt ihr darüber schon mal was gehört und habt euch da nicht rangetraut? Lasst gerne eure oder teilt gerne eure Erfahrung. Vielleicht habt ihr es sogar schon ausgebaut und könnt immer noch nicht richtig schalten. Dann muss man gucken, woran das liegt, das Ganze. Ansonsten freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Channel. Ich habe aktuell die 700 Abonnenten geknackt. Das ist auch ziemlich geil. Ich freue mich ganz doll. Folgt mir auf Insta, folgt mir bei Facebook. Ihr tretet in die Gruppe ein bei Facebook. Ich kriege immer noch wieder Anfragen für die WhatsApp-Gruppe. Wir sind jetzt eine solide Gruppe von 75 Leuten. Ist echt cool. Ja, fahrt vorsichtig. Das war's von meiner Seite. Und viel Erfolg beim Ausbauen. Und bitte kommentieren, schreibt eure Erfahrungen, schreibt, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, ob ihr es ausbauen wollt oder nicht ausbaut oder wie es ist, wenn ihr es ausgebaut habt, ob es was geholfen habt, ob ihr sonst noch irgendwelche Fragen und Anregungen zu mir, zu dem Channel, zu meinen Videos habt, gerne kommentieren. Ich freue mich über jeden Kommentar, das solltet ihr mittlerweile wissen und ich antworte auch schnell, das solltet ihr auch wissen und das finde ich auch ziemlich geil. Ich habe echt Spaß dabei bei der ganzen Sache und das war's von mir soweit. Also haut rein, Jungs, Peace.